Eine nostalgische Reise startet in Mallorcas Hauptstadt Palma. An der Plaza España liegt der einzige Bahnhof Palmas. Von hier aus fährt mehrmals täglich ein Zug in den Nordwesten, nach Soya. Über hohe, mit schmiedeeisernen Geländern verzierte Trittbretter klettert man in die Waggons. Von außen sind sie mit Holz verkleidet. Will man Luxus genießen, löse man für die Fahrt ein Billett erster Klasse. Die lederbezogenen Sitze und die Schmiedearbeit erinnern an längst vergangene Eisenbahnzeiten, als man noch komfortabel im Salonwagen reisen konnte. Zunächst bummelt der Zug von Palma aus durch einige Vororte. Langsam ziehen weite Felder und Olivenhaine an den Abteilfenstern vorbei. Dann kommen die Tunnel. Insgesamt 13 Mal wird es dunkel auf der 27 Kilometer langen Strecke. Von den Mallorquinern wird der Zug liebevoll Roter Blitz genannt. Eine Stunde dauert die Fahrt durch das Tramontana-Gebirge, bis man das Ziel Soya erreicht. Der Rote Blitz verdankt seine Existenz den Orangen- und Zitronenplantagen, die rund um diese Stadt liegen. Die fruchtbare Landschaft hat den Beinamen Garten Spaniens. Um ihre Früchte schneller transportieren zu können, haben die Obstproduzenten 1912 die Eisenbahnlinie von Soya nach Palma gebaut. Die Zitrusfrüchte brachten Wohlstand. Das sieht man bis heute an den schönen Geschäften in der Hauptstraße, der Calle de la Luna. Jugendstil, die Kunstrichtung, die sich Anfang des Jahrhunderts in Palma durchsetzte, findet sich auch in Soya. Wo sonst trifft man auf eine Schlachterei, die so kunstvoll verziert ist? Oder wo mag es eine Bäckerei geben, in der sich das Backwerk in Art Deco-Spiegeln präsentiert? Zu einem Besuch in Soya gehört auch ein Abstecher in den Nachbarort Fornaluc. Fornaluc gilt als das schönste Dorf Spaniens und hat schon viele Auszeichnungen und Preise erhalten. Beinahe jedes dritte Haus gehört hier Ausländern. Es ist also eigentlich gar kein richtiges Dorf mit einer Dorfgemeinschaft mehr. In Fornaluc empfiehlt sich ein Besuch im Canantuna. Hier steht die Besitzerin Maria selbst am Herd. Sie kocht für uns Arrozbrot. Schmutziger Reis heißt das Gericht. Dazu brauchen wir je 200 Gramm Schweine- und Hühnerfleisch, Reis, Gemüsebrühe, eine Artischocke, 100 Gramm grüne Bohnen, eine Zwiebel, zwei Tomaten und zwei Knoblauchzehen, 100 Gramm Erbsen, gepalt oder in Schoten, Pfeffer, Salz und Öl. Zwiebel und Knoblauch werden sehr klein geschnitten. Die Tomaten zerkleinern. Wir nehmen eine Handvoll grüne Bohnen und putzen sie. Wir entfernen die Blätter der Artischocke und schneiden das Herz in kleine Stücke. Jetzt nehmen wir die Erbsen hinzu. Wenn möglich, nehmen wir frische Schoten. Gibt es sie nicht, nehmen wir tiefgekühlte Erbsen. Wir erhitzen das Öl und braten das Fleisch an. Salz und Pfeffer dazu.
Die Zwiebel und den Knoblauch zu dem Fleisch. Jetzt geben wir die Tomaten dazu. Dann die Gemüsebrühe. Pro Person ungefähr 3 Suppenkelben. Jetzt müssen die Bohnen hinein. Auf jeden Fall muss die Brühe kochen, sonst wird das Gemüse nicht gar und bleibt roh. Die Bohnen, die Artischocken und die Erbsen hinein. Und jetzt werden wir kosten. Das ist ganz wichtig, um zu wissen, ob es genügend Salz hat. Wenn es fade ist, ist es nicht gut. Ein wenig mehr Salz. Jetzt fügen wir den Reis hinzu. Eine halbe Schöpfkelle Reis pro Person. Und lassen das Ganze eine Viertelstunde kochen. Jetzt koste ich, um zu sehen, ob es gut schmeckt und ob es ausreichend gesalzen ist. Perfekt. Serviert wird auf der Terrasse. Den Panoramablick gibt es gratis dazu. Mir gefällt es, wenn meine Kunden mit meiner Arbeit zufrieden sind. Es ist eine Arbeit, die man mögen muss, denn sie ist sehr anstrengend. Zu jeder möglichen Zeit kommen Leute und man muss immer verfügbar sein. Aber mir gefällt das. Ich mag es, Gäste zu haben. Hat man nach dem Genuss von Arroz Brot Lust auf Wasser und Sonne, fährt man zurück nach Soya. Hier besteigen wir eine alte Straßenbahn, die uns in den Hafen von Soya, den Puerto oder Port, bringt. Nach einer Viertelstunde ist man am Wasser und kann sich am Hafen vergnügen. Es ist übrigens die einzig richtige Hafenanlage an der steilen Westküste der Insel. Nach einem erfrischenden Bad besuchen wir die Textilweberei Buchosa in Santa Maria. Die Weberei ist seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz. Noch älter sind die überlieferten Muster der schönen mallorquinischen Zungenstoffe, die maurischen Ursprungs sind. Jeden Mittwoch ist Färbetag. Der Besitzer der Weberei, Guillermo Buchosa Canellas, führt die aufwendige Prozedur eigenhändig durch. Nach einem Geheimrezept wird die Farbe angerührt, die in großen Bottichen dampft. Da hinein werden die Leinen- oder Baumwollstränge getunkt. Verarbeitet werden die Garne an Webstühlen, die so alt sind wie die Weberei selbst. Wir möchten die Arbeit mit diesen alten Maschinen beibehalten, weil das Gewebe so eine völlig andere Struktur bekommt. Stoffe, die uns häufig imitieren, wirken ganz anders. Sie sind viel breiter und wirken wie gedruckt. Sie sind nicht wie bei uns mit der Hand gefärbt. Solche Ware hat ihren Preis. Aber man hat auch für den Rest des Lebens Freude an den farbenfrohen Leinenstoffen.
Den Tag kann man mit einer Fahrt direkt an der schönen Küste ausklingen lassen. Wer in besonderer Genießerlaune ist, sollte noch Station im Benstavai machen. Hier gibt es einen köstlichen Kabeljausalat. Die Zutaten? 4 Kabeljaufilets, 4 geschmorte Paprikaschoten, 1 Paket passierte Tomaten, 3 Gemüsezwiebeln, Mehl, 1 Sträußchen Petersilie, Lorbeer und Knoblauch, Salz, Pfeffer, Rotwein und Öl. Die Besitzerin Catalina Mayol kocht selbst. Wir werden einen Kabeljausalat zubereiten nach einem sehr alten Rezept meiner Großmutter. Man bereitet ihn im Voraus zu und isst ihn kalt im Zwiebelsalat. Wir entfernen die Haut von den Filets. Und wenn es noch Gräten gibt, nimmt man diese vorsichtig heraus. Die Filets salzen und pfeffern. Dann die Zwiebeln und den Knoblauch sehr, sehr klein schneiden. Man wendet die Filets in Mehl. Wir zerkleinern die Petersilie. Die Paprikaschoten haben wir 20 Minuten bei 180 Grad im Backofen geröstet. Wir schälen sie jetzt, entfernen die Kerne und schneiden sie in Streifen. Sie dienen als Beilage zum Fischsalat. Wir braten jetzt die Filets und stellen sie zur Seite. Jetzt die Zwiebeln in dasselbe heiße Öl, einige Lorbeerblättchen, Salz und Pfeffer. Das schmort man auf sehr niedriger Temperatur ungefähr eine halbe Stunde lang. Dann die Petersilie und etwas Tomatensud dazu. Es ist wichtig, das Ganze so langsam zu braten. Und zuletzt kommt ein Glas Rotwein dazu. Die Filets mit dem Zwiebelgemüse bedecken. Besonders gut schmeckt der Salat, wenn der Kabeljau kalt, die Zwiebeln aber noch warm sind. Zum Kabeljausalat trinkt man einen trockenen, gut gekühlten Weißwein. So beschwingt kann man sich von der Schönheit der Landschaft bezaubern lassen.